Hallo und herzlich willkommen, heute mit einem Toy Review von Transformers Animated. Heute mit Snell, den Dinobot Smasher. Snell ist genauso wie in der G1-Line ein Triceratops und natürlich hier auch sehr schön in den klassischen Farben gehalten mit dem goldenen Kopf und ja, Silber respektive Grau und Rot. Snell ist natürlich im Gegensatz zur japanischen Version wieder mal, ich will nicht gerade behaupten, dass es typisch ist, aber ja, es ist typisch, sehr abgespeckt von der Bemalung und auch vom Zubehör. Schaut euch die Keule an, orangenes, durchsichtiges Plastik, das war's. Jetzt schaut euch mal bitte auf der Verpackung an, wie sieht da die Keule aus? Ja, orangenes durchsichtiges Plastik, aber mit Grau komplett drauf. Das heißt, es ist wirklich ein Stein, eine steinerne Keule mit Lava drin. Das kann ich erkennen. Was ist das? Es ist unfertig. Ja, das ist die einzige Sache, die mir absolut missfällt zu dieser Figur. Ansonsten habe ich eigentlich nichts groß zu bemängeln. Kommen wir jetzt erstmal zu der Figur an sich. Wie gesagt, Snell wird geliefert halt in diesem schönen Dinobot-Modus. Gefällt mir sehr. Dafür, dass es animated ist, einfach nur geil. Alles passt perfekt zusammen. Die Füße perfekt, der Schwanz. Auf dem Rücken sieht man hier diese Stachel, das ist der Kopf. Trotzdem sehr gut gelungen. Auch vorne die Hörner, sehr interessant. Hier diese chipartigen Verbindungen, toll gemacht. Oben auf dem Kopf, man sieht es hier relativ schlecht, ist ein Autobot-Symbol mit abgebildet. Die Hörner sind komplett aus durchsichtigem rotem Plastik. Man sieht es hier, dass es durchsichtig ist. Der Mund lässt sich öffnen und schließen. Auch ein sehr schönes Detail. Der Kopf lässt sich teilweise heben. Die Hörner sind beweglich, hat aber was mit der Transformation zu tun. So, und ansonsten, wie gesagt, die Figur ist einfach nur von den Dinobots her sehr, 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 sehr schön gemacht. Die anderen Dinobots werden jetzt die Tage auch noch folgen von mir in weiteren Reviews. Allerdings muss ich zu denen, die Animated Line gesehen haben, sagen, es gibt nur 3 Dinobots. Es fehlen der Stegosaurus und der Langhals. Die sind leider nie als Figuren erschienen, geschweige denn in der Serie aufgetaucht. Sehr, sehr schade. So, kommen wir jetzt einmal erstmal zu der Figur an sich und die Transformation. Die Transformation ist sehr simpel gehalten, hat aber einige Kniffe, die mir sehr gefallen. Zum Beispiel auch hier die Arme und die Beine. Die Arme und die Beine des Dinosauriers werden die Arme und die Beine des Roboters. Die Hinterbeine werden die Arme und die Vorderbeine werden die Beine des Roboters. Allerdings so in dieser Transformation, wie es ausgeklügelt wurde, einfach nur geil. Es passt perfekt. Gefällt mir. So, schauen wir mal, wie es jetzt weitergeht. Als erstes klappen wir die Hörner komplett hoch. Klappen das vordere Horn so nach vorne, den Mund komplett dran. Anschließend ziehen wir hier den Kopf nach oben, das wird es so haben. Anschließend drehen wir das Gesicht ein bisschen nach unten, drehen dann die Hörner komplett nach oben, dass es so aussieht. Anschließend ziehen wir hier oben den Rücken auseinander. Ich muss mal gerade gucken. Ja, doch. So, ziehen ihn einmal links, einmal rechts auseinander. So. Hat was damit zu tun, weil hier oben 2 Scharniere innen drin sind. Ihr seht sie hier unten drunter. Hier. Einmal hier ein Gelenk, einmal da ein Gelenk. So. Dann klappt ihr die vorderen Beine des Triceratops nach unten. Und jetzt ist wichtig, nicht wieder hier nach unten drehen, sondern hier, denn das ist der Torso.
Ihr seht's, klappt zusammen und unten, also ich zeig's mal am besten von der Seite, klappt er so zusammen. So. Anschließend dreht ihr dieses ganze Stück einmal nach unten. So. Und dreht jetzt einmal die Beine so nach vorne. So. Das ist leider auch ein Manko, das mir nicht gefällt. Man hat hier zwei Pins zwar drin, aber die greifen nicht ineinander. Das hätte man vielleicht ein bisschen besser lösen können. Sehr schade, aber ja gut. So, anschließend dreht man den Dino-Schwanz einmal so rum, dass er nach oben zeigt. Dann benutzt man diese Seitenwände. Ihr seht hier einen Pin, da einen Pin und an den anderen Ecken auch. Gibt es hier an der Seite ein Loch. Dort wird die Schulter quasi befestigt. Ja, sie löst sich ab und zu noch so richtig schön fest reindrücken. So. Anschließend vorne das Unterteil nach vorne klappen. Ihr seht, hier ist auch wieder so ein Doppelgelenk. Einfach nach vorne. Einfach runterklappen. Und jetzt hier unten in diesem Teil ist hier ein Schlitz und hier vorne ist ein Stift. Einfach ineinander drücken und schon halten die Beine. Jetzt einmal diesen Kopf so, dass hier dieser schwarze Stift genau nach vorne zeigt. Und ich muss mal gerade gucken, irgendwas stimmt jetzt hier gerade nicht. So, jetzt. So den Kopf anbringen und das war's eigentlich auch schon. So. Jetzt die. Jetzt muss ich mal gerade gucken. Ich glaube, ich habe gerade einen kleinen Denkfehler hier drin. Ja, entschuldigt bitte. Mein Denkfehler war, das nicht nach unten zu biegen, sondern so zu drehen. Genau, so stimmt es jetzt perfekt. So, und jetzt nach hier unten diesen Pin wieder hineindrücken. Das war jetzt mein Fehler. Das ist aber schnell korrigiert. So, jetzt passt nämlich auch der Kopf hier perfekt vorne an die Brust dran. So, und jetzt habt ihr hier oben dieses Frontteil, das quasi einmal so nach hinten klappen. So, anschließend die Beine so nach unten klappen und die Seitenpanzer nach oben. So, anschließend hier hinten aus den Füßen die Rückenstützen rausklappen und vorne die seitlichen Wände nach vorne klappen und hier unten die Hände rausdrehen. Hier ebenso. So. Und den Schwanz einmal in zwei Hälften teilen und nach vorne klappen. So. Und jetzt noch die Daumen nach vorne, die Hände öffnen. Und schon ist Snell fertig verwandelt. Ja, Snell bullig wie ein wandelndes Rhinoceros. Gut, okay, es ist quasi der Triceratops der Vorgänger, beziehungsweise der Ahn des Triceratops. Ansonsten sehr schön gehalten. Ihr seht hier richtig, die Finger sind zwar alle in einem Stück, in einem Guss, allerdings richtig schön mit den einzelnen Gelenken dargestellt in einem Guss.
Ihr könnt sie richtig öffnen. Ja, es sieht wirklich aus, als wenn's, als wenn jeder Finger einzeln beweglich wäre. Der Daumen natürlich lässt sich auch noch öffnen und schließen. Das heißt, die ganze Faust finde ich sehr schön. Auch vorne der Brustkorb sehr schön gehalten. So ineinander sich faltet. Der Kopf auch sehr schön. Ich versuche ein bisschen ranzuzoomen. So. Die Lightpipe Funktion hinten, allerdings bringt die relativ wenig, denn wie ihr seht, die Augen sind blau bemalt. Sehr, sehr schade, ansonsten wäre die Lightpipe Funktion richtig schön gewesen. Die Hörner hier oben sind aus durchsichtigem roten Plastik und der Kopf an sich ist auf einem beweglichen Gelenk, was ihn einmal um 180 bzw. 360 Grad drehen lässt. Ja, und das war es leider schon. Kein Kugelgelenk. Bei den Animated-Figuren eher wenig bis gar nicht zu finden. Was ich sehr schön finde an Details ist der Schwanz des Dinosauriers, der quasi wie so Hörner hinten auf dem Rücken angebracht sind und quasi nach vorne zeigt. Sehr schön gemacht. Und diese Figur hat auch ein kleines Gimmick. Diese Figur hat hier unten einen Knopf auf beiden Seiten, hier ebenso an den Schultern. Und dadurch lassen sich hier Flammen rausklappen. Was ihr auch gerade hier so schön seht, sind die Zahnräder, wie sie ineinander greifen. Aber das ist noch nicht alles. Ihr seht auch hier richtig die Bremse, die quasi die Zahnräder festhält, um zu verhindern, dass sie wieder in die andere Richtung quasi sich drehen. Sehr, 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 sehr schönes Detail. Allerdings wäre es in einer anderen Farbe doch deutlich schöner gewesen. So, zeigen wir euch mal diese Sache. Zack. Und schon brennen seine Schultern. Das ist quasi der sogenannte Burst-Modus. Das heißt, dadurch zeigen sie ihre Wut. Und dafür ist auch quasi diese Faust da. Also dieser Streitkolben. Er hat hier einen kleinen Schlitz in der Faust. Und wie ihr seht, hier unten auch an der Faust. Der wird quasi einmal hier reingesteckt. So, und dann wird die Faust einfach zugedrückt. Und schon hat er seine Keule schwingend im Arm. Eine sehr schöne Figur der Animated Line, gefällt mir sehr. Ich habe noch viele weitere Animated Figuren, leider nicht alle. Es missfällt mir ein bisschen. Ich hatte damals nicht das Glück, dass unsere Toyhändler alle hatten. Ich versuche allerdings trotzdem so viele wie möglich euch zu zeigen. Mal schauen, ich habe halt gerade Ausschau nach einigen Figuren, wie zum Beispiel Jazz. Der fehlt mir auch noch. Oder andere Figuren, aber die zeige ich euch noch. Diese Figur auf jeden Fall kann ich euch wärmstens empfehlen. Sie gibt es momentan für ein Apple und ein Ei bei eBay. Müsst ihr mal schauen, ich habe sie für 5 Euro bekommen. Dinobot-Modus gefällt mir sehr, habe ich jetzt mir überlegt, ihm volle 10 Punkte zu geben, weil er einfach super, super umgesetzt wurde in der Animated Line. Im Roboter-Modus auch geil gelungen. Die Details sind schön, wenn auch teilweise unspektakulär, aber sie sind gut angebracht. Teilweise wie die Zahnräder hinten an den Schultern leider schwer zu erkennen. Allerdings alles in allem eine sehr schöne Figur. Ich würde sagen, egal ob Beast-Modus, also Dino-Modus oder Roboter, volle Punktzahl 10 von 10 Punkten. Wenn ihr sie bekommt, holt sie euch. Es gibt noch Swoop und es gibt noch Grimlock, die ich auch in den nächsten Tagen zeigen werde. Wenn ihr sie bekommt, holt sie euch. Es ist ein schönes Dreiergespann, allein wenn man sie nebeneinander in der Vitrine stehen hat, wie ich. Das macht schon was her. So viel dazu. Wenn ihr Fragen habt, Wünsche, wie auch immer, einfach bei mir melden. Ich versuche sie umzusetzen in meinen Toy Reviews und sage so viel dazu. Bis zum nächsten Mal. Ich wünsche euch was. Euer Rexfor.